Liebe Schwester im Islam, wir sind heute, die meisten, die heute hier sind, sind Muslime, soweit ich sehen kann. Sind noch nicht Muslime hier? Da einer. Nur einer? Schade, schade. Vielleicht bei den Frauen noch welche. Und dann muss ich direkt eine Kritik loswerden. Normalerweise, und da haben wir gerade von geredet, die Liebe für diese Religion, normalerweise müsste jeder versuchen, einen Nicht-Muslim mitzubringen. Weil, Alhamdulillah, wir haben gestern 5 Konversionen gehabt. Am Freitag hatten wir 7 Shahadas und am Donnerstag hatten wir 10 Shahadas gehabt. Das heißt, wir haben jetzt in den 3 Tagen 22 Glaubensbekenntnisse, subhanallah. Das heißt, al-Islamu qadim, der Islam ist am Kommen. Das ist doch cool, ne, oder? Ja. Alhamdulillah. Das ist das, was ich meine, der Islam ist am Kommen. Und der kommt nicht durch mich oder durch irgendeine einzelne Person. Er kommt natürlich sowieso in erster Linie durch Allah subhanahu wa ta'ala. Das muss jeder Muslim wissen. Aber es ist halt so, dass man Asbab machen muss, dass man Gründe schaffen muss, dass man sich etwas bewegen muss. Und normalerweise müsste jeder Muslim, der heute hier ist, der müsste normalerweise einen Nicht-Muslim mitbringen. Jeder Muslim muss normal einen Nicht-Muslim mitbringen oder zumindest oder einen Muslim, der weit vom Weg weg ist. Weil glaubt es mir, diese Sitzungen hier, wo wir über den Koran reden, wo wir über Hadith reden, wo wir als Brüder und natürlich auch als Schwestern, bei den Schwestern zusammensitzen, diese Sitzungen sind Medizin für das Herz. Du merkst es selber. Wenn du jetzt hier sitzt und wenn du gleich rausgehst. Und du brauchst immer wieder diese Erinnerung, diese Ermahnung. Du brauchst immer wieder diese Sitzungen, wo dein Herz Nahrung bekommt. Und die bekommt man in solchen Sitzungen. Und der Prophet, والسلام, was sagt er? وَمَا اشْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَدْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة und so weiter. Der sagt, wenn man so zusammensitzt, dann setzt Allah subhanahu wa ta'ala, wird dir Sakina, die Zuversicht, innere Ruhe herabsenden. Und wofür ist diese innere Ruhe? هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Er ist derjenige, der die Zuversicht herabsetzt auf die Herzen der Gläubigen, damit sie zu ihrem Iman, im Iman zunehmen. Weil für viele ist das Problem, wir sind leider in Deutschland, sind wir isoliert. Wir sind in Deutschland momentan relativ isoliert. In den meisten Moscheen gibt es keine großartigen Aktivitäten. Viele Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, und ihr werdet mich bestätigen, können die deutsche Sprache besser als ihre vermeintliche Heimatsprache. Insbesondere die Jugendlichen, die aus den arabischen Ländern kommen, weil sie einen arabischen Dialekt sprechen, der sich immer, egal in welchem Land man ist, von der Hochsprache, das heißt von Fusha, massiv unterscheidet. Das ist einfach so. Ja, der Imam vorne sagt nicht Behi Barsha, ja, sondern der Imam vorne, der spricht Hocharabisch. Das heißt, viele Leute kriegen von der Religion, kriegen die nichts mit. Kriegen nicht viel mit, deswegen müssen solche Dinge müssen eingeführt werden in jeder Moschee. Dass wir die Leute rufen. Wir können nicht darauf warten, bis die Leute sich in die Moschee verirren. Und das ist unser System, die Netzdauer. Es gibt die Angeldauer und die Netzdauer. Die Angeldauer ist, ja, der eine redet mit dem, der andere redet mit dem, so ein bisschen Mundpropaganda. Wir machen Netzdauer. Bei der Angel hast du vielleicht irgendwann mal einen Fisch an der Angel. Bei der Netzdauer, du wirfst das Netz aus. Wie? Flyer, Broschüren, Tische in der Stadt. Du stehst dort, Flyer, Plakate und das ganze Programm. Die Leute sehen, da ist eine Organisation. Da ist etwas. Da läuft etwas ab, da kommen die Leute dorthin. Ich sage dir, am Donnerstag, es war sowas vom Brechen voll, da waren weit über 1000 Leute da gewesen in Stuttgart. In Dortmund waren auch ungefähr 1000. Ja, warum? Weil die Brüder vorher versucht haben, jeden reinzurufen. Ich gehe in eine Moschee in Bonn, dann sehe ich dort, ja, die machen auch Unterricht. Da weiß kein Mensch was von.
Ich sag, ihr habt ja auch Unterricht, ja, an dem und dem Tag. Da weiß keiner was von. Worauf, wenn du wirklich die Leute zum Islam aufrufen willst, dann musst du denen das klar machen, dass es etwas gibt, dass wir etwas anbieten. Einmal, ich bin in derselben Moschee, auf einmal spricht der Imam, einer vom Vorstand nach dem Vortrag und sagt, Redan inshallah naltaqi li liqa'in li shabab und kada kada. Ja, sagt er, morgen treffen wir uns zu einem Treffen für die Jugendlichen hin und her, kreuz und quer. Ich bin nach vorne gegangen, hab das übersetzt. Sagt er, ach, haben wir ganz vergessen, wir müssen das ja übersetzen. Die verstehen doch gar nicht, was der erzählt. Ihr macht ein Treffen für die Jugendlichen, die wissen gar nicht, wovon ihr geredet habt. Da ist ein Afghane, da ist ein, Somalier, ein Marokkaner, ein Tunesier, Türke und das komplette Programm, Albaner, Bosnier. Jugendliche, die dort zur Moschee kommen, aber der versteht doch gar nicht, was der erzählt. Und dann erzählt er, ja, wir haben morgen ein Treffen. Wer weiß davon? Kein Mensch. Und da wundert man sich, ja, ist ja wenig los. Hallo, du musst die aufrufen, denen Bescheid sagen. Aktiv denen Bescheid sagen. Guck dir mal an, die Christen, wie die arbeiten. Ach, jetzt am Donnerstag in Stuttgart, da kommt einer, kannst du dir das vorstellen, der kommt zu mir. Ich sage zu dem, weil ich möchte die Vorträge, die über Christentum hatte, möchte ich gerne auf Arabisch machen, weißt du? Rausschneiden, damit wir die Geheimnisse nicht verraten. Aber ich brauche die genaue Übersetzung der Bibelverse. Ich habe zu ihm gesagt, weil ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einer arabischen Bibel. Habe ich gesagt, kannst du mir eine arabische Bibel? Kannst du mir Arabisch? Glaub es mir, diese Woche kriege ich die inshallah geschickt. Weil die sind ratzfatz. Der gibt mir direkt, der hat direkt seine Flyer dabei, wo drauf steht, wenn Sie sich näher informieren wollen, wir haben diese kostenlose Broschüren haben wir für Sie da. Die sind aktiv. Der kommt zu der muslimischen Veranstaltung, gibt mir einen Flyer von sich, kostenlose Broschüren, die du anfordern kannst. Ja, so das ist Netz da aber auch. Tschick, 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 dem gibt eins. Irgendeiner bleibt im Netz hängen. Aber bei uns gibt es das nicht. Jeder ist für sich selber. Ich bin Gruppchen A, ich bin Gruppchen B, Gruppchen C, Gruppchen D, Gruppchen E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jeder gegen jeden. Und für Dauer so gut wie keiner da. Das ist das Problem. Funktioniert nichts. Guck mal, guck dir das an, was das für eine Arbeit ist, was die machen. Bruder, zu mir nach Hause, kannst du dir vorstellen, bei mir vor der Tür eines Tages steht einer aus Australien, einer aus den USA, einer aus Großbritannien. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben Deutsch gelernt, um nach Deutschland zu kommen und hier über ihre Sache zu lernen. Ich sage zu dem, ich hätte gerne ein Buch von euch, weil ich will die Bücher mal lesen, damit ich mich vorbereite auf die Argumente. Schwuppdiwupp, einen Tag später kommt das Buch. Das geht ratzfatz. Das geht ratzfatz. Warum? Weil die Leute zusammenhalten, weil die Leute etwas opfern wollen. Aber wo ist unsere Opferbereitschaft? Ich frage dich ganz ehrlich, wo ist die? Glaub mir, Brüder, glaubt es mir. Wir müssen bereit sein, alles zu geben. Für diese Religion. Guck mal, diese Leute, die haben extra Broschüren, wie sie mit den Muslimen diskutieren. Extra Broschüren. Ich habe gestern über Missionarstaktiken geredet. Das Thema ist sehr lang. Das Thema ist sehr lang. Ist das. Nur ich will nur einige Punkte, will ich mit euch, weil ich sehe es einfach als wichtig an, darüber zu sprechen. Du musst als Muslim, und das ist ganz eindeutig, musst du in deinem Herz diese Liebe und diese Eifersucht gegenüber deiner Religion haben. Ansonsten, wenn du die Religion nicht liebst, dann bist du kein Muslim. Dann bist du kein Muslim. Das ist ganz klar. Wer irgendetwas verabscheut, womit der Prophet a.s. gekommen ist, oder was im Koran steht, wer irgendetwas verabscheut von einer Regel, selbst wenn er sie macht, dann ist er kein Muslim. ذلك بأنهم أبغضوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Allah sagt im Koran, dies ist, weil sie das gehasst haben, was Allah herabgesandt hat, und so hat ihre Taten zunichte gemacht. Und von wem macht ihr die Taten zunichte? Von demjenigen, der in den Kufr oder Schirk hineinfällt. Das heißt, etwas von der Religion zu verabscheuen, ist Kufr. Egal was es ist. Egal, was es ist. Hier müssen wir eine Sache unterscheiden. Jetzt zum Beispiel Ta'addud Zawjat. Ja? Ein sehr aktuelles Thema bei vielen Männern momentan. Das heißt, mehr als eine Frau heiraten. Ja? Jetzt gibt es Frauen, die wollen nicht, dass ihr Mann
eine zweite Frau heiratet. Heißt das jetzt, dass diese Frau Käfira geworden ist? Weil sie das nicht will? Nein, heißt das nicht. Weil sie hasst nicht diesen Hukm, dieses Urteil. Sie sagt nicht, boah, ich hasse das, dass Allah das herabgesandt hat. Sondern sie sagt, ich bin von der Natur innerlich eifersüchtig. Ich mag das nicht oder ich habe Angst, dass mein Mann nicht gerecht ist, auf diese Art und Weise. Ja, diese Sache muss man unterscheiden. Aber den Hukm zu hassen von irgendetwas im Islam, egal was es ist, wenn du sagst, das ist nicht gut oder das ist falsch oder das finde ich nicht gut, ist klarer Kufr al-Akbar Mukhrij Milmila. Das ist großer Kufr, der aus der Religion rauswirft. Und deswegen, was heißt das? Das heißt, wir als Muslime, wir müssen diese Religion lieben. Wir müssen jedes Detail an dieser Religion lieben. Jetzt sage ich zu dir, wenn wir als Muslime diese Religion lieben und Allah lieben, wie müssen wir uns dann für diese Religion einsetzen? Dann müssen wir uns mehr einsetzen als diese Christen, sich für ihre Religion einsetzen. Ansonsten müssen wir uns gar nicht wundern, wenn Allah auf uns Erniedrigung herabsendet. Wallahi, Achid, schaut euch an. Ist Licht ausgegangen? Ist Licht ausgegangen? Sonne ist weg. Hat einer ausgeknipst? Oder wie? Weil das ging auf einmal so voll. Ach, bestimmt, die ist gerade unter das Haus gegangen. Guck mal, Brüder. Subhanallah. Man muss diese Liebe für Allah, für diese Religion spüren. Das ist wirklich ein Verständnisproblem. Ich habe am Freitag in Dortmund habe ich über ein bestimmtes Problem gesprochen und wie wir ein bestimmtes Problem lösen können. Ich habe darüber gesprochen, wie in Deutschland unsere muslimischen Schwestern systematisch diskriminiert werden von einigen Institutionen. Das ist überall. Arbeitsschule und so weiter. Überall, in jeder Stadt, in jedem Bundesland hast du dasselbe Affentheater. Überall. Ja, nee, die darf kein Kopftuch tragen, hin und her. Da gibt es diese Berechtigungsgründe, politisches Symbol, dies, das. Ja? Und dann fragst du dich, was haben wir dagegen getan? Wallahi, manche Schwestern, die brauchen Hilfe von ihrer Familie, die brauchen Unterstützung, die brauchen diese psychologische Unterstützung, dass man ihnen Mut macht, ja, dass man ihnen sagt, halte weiter am Kopf, du fest und so weiter. Dann sagt die Arbeit, ja, sie müssen die Arbeit, sie werden gekündigt, sie werden das Kopftuch nicht ausziehen. Was machen die Eltern? Die sagen, ja, dann zieh doch das Kopftuch aus. Ja, man muss ja erstmal arbeiten, ist auch Ibadah und all so ein Gelaber, ja. Schwachsinn, wollte ich sagen. Nicht, dass jemand das falsch versteht, ja? Schwachsinn. Ja, es ist wirklich so. Jedenfalls hier. Warum geht man nicht den anderen Weg? Warum sagt man, nee, gibt es nicht mit uns? Glaubt es mir. Und deswegen sage ich euch eine Sache ganz am Anfang. Das müssen wir einfach verstehen. Es gibt immer Methoden, um die eigene Lage zu verbessern. Wenn du ein Problem hast, insbesondere wenn es ein Problem ist, was mit dem Islam zu tun hat, es gibt eine Methode, um dein Problem aus der Welt zu schaffen. Um deine Lage zu verbessern. Egal, auch bei nicht religiösen Dingen. Aber die Methode, die kann sich von Zeit und Ort kann sich diese Methode ändern. Die kann sich verändern. Es kann zum Beispiel eine Methode heute, kann die nützlich sein oder wirksam sein, morgen ist sie unwirksam und unnützlich. Oder sie kann hier nützlich sein, am anderen Land ist sie nicht nützlich. Wir müssen nur gucken, was können wir tun. Wir müssen nur gucken, welche Methode kann hier etwas nützen. Das müssen wir rausfinden. Aber bevor wir das rausfinden, müssen wir eine Sache sagen. Es gibt eine Methode oder eine Herangehensweise oder eine Art oder einen Stil,
der nie etwas genützt hat und der immer nur dazu geführt hat, dass die Leute platt gemacht worden sind. Und wisst ihr, welcher Stil das ist? Dass man den Mund zumacht und nicht für seine Rechte kämpft. Das ist der Stil, der die Leute ins Verderben geworfen hat. Egal wann, egal wo, egal, und das wird aus der Erfahrung heraus immer so sein. Jetzt sehen wir aber, dass viele Muslime hier in Deutschland denken, indem sie den Mund zumachen und zu allem schweigen, könnten sie ihre Lage verbessern. Und da kann ich nur zu sagen, der das denkt, der hat sich getäuscht. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben jetzt einen Zettel bekommen, drei Schwestern aus Mönchengladbach. Wisst ihr, was denen passiert ist? Die haben in einem katholischen Krankenhaus gearbeitet und mit Kopftuch, da haben die denen die Kündigung geschrieben und haben denen gesagt, wenn sie bis zu dem und dem Tag nicht das Kopftuch ausziehen, dann sind sie gekündigt. Was ist das? In einem katholischen Krankenhaus, aber neben der arbeitet die Nonne mit Kopftuch. Diskriminierung? Ist das keine Diskriminierung? Schau dir diese Doppelmoral an. Schau dir diese Scheinheiligkeit, diese Heuchelei an. Auf der einen Seite wird für Rechte demonstriert oder wird für Rechte appelliert oder wird erzählt, guck mal, die bösen muslimischen Länder im Iran, die arme Frau wird dazu gezwungen, ein Kopftuch zu tragen, beispielsweise. Ist das Kopftuchtragen eine Körperverletzung? Nein. Allahu Akbar. Nein. Nehmen wir mal an. Aber unser Ziel ist es nicht, jemanden zu zwingen, Kopftuch anzuziehen. Unser Ziel ist es, die Menschen, die Liebe für das Kopftuch und alles, was mit dem Islam hat, zu vermitteln. Das ist unser Ziel, oder nicht? Und Alhamdulillah, der Muslim, der es richtig verinnerlicht hat, der liebt diese Dinge. Jetzt schau dir mal an. So, jetzt, ich werde dazu gezwungen, die Mütze anzuziehen. Wo ist das Problem? Was für ein Unterdruck, ich muss jetzt immer die Mütze anziehen. In Deutschland bist du auch dazu gezwungen, bestimmte Dinge anzuziehen. Vielleicht willst du die gar nicht anziehen. Die vollkommene Freiheit gibt es nicht. Oder kann hier einer splitternackt durch die Straße laufen? Nee, kann der nicht. Wenn der Dschungelkönig mit eher Regenwald nach Deutschland kommt, was weiß ich, und bei dem laufen die, was weiß ich, wie rum, dann muss der sich anziehen. Es ist einfach so, wir müssen diese Argumente bringen. Das ist einfach Diskriminierung, warum darf der nicht so rumlaufen, wie er will? Dann sagen die, ja, das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Dann fragen wir, was ist Erregung öffentlichen Ärgernisses? Wessen Ermessen ist Erregung öffentlichen Ärgernisses? Das ist ihr, das öffentliche Ärgernis von ihnen. Warum meckern sie dann auch über die islamischen Länder? In den islamischen Ländern ist ohne Kopftuch rumlaufen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wo ist das Problem? So einfach ist das. In islamischen Ländern ist ohne Kopftuch rumlaufen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zumindest in einigen sogenannten islamischen Ländern. In anderen ist es mittlerweile andersrum. Da ist Kopftuch anziehen Erregung öffentlichen Ärgernisses, beispielsweise. Beispielsweise in Tunesien zum Beispiel, könnte man das sagen. So ungefähr. Ja, ist doch Tatsache. So eine Volksverdummung. So, jetzt wird gesagt, ja, die wird gezwungen, etwas anzuziehen. Stell dir vor, ich bin gezwungen, etwas auszuziehen. Hast du schon mal in den deutschen Medien gehört, dass ich darüber aufgeregt wurde, dass in der Türkei und in Tunesien und in anderen arabischen Ländern die Frauen gezwungen werden, Kopftuch auszuziehen, zum Beispiel bei der Arbeit oder in der Schule oder auf der Universität? Hat sich da schon mal irgendeiner von diesen scheinheiligen Frauenrechtlern und Frauenrechtlerinnen aufgeregt? Nee. Das heißt, ihr erwartet von uns, dass wir euch ernst nehmen, wo ihr so scheinheilig seid? Wie sollen wir die ernst nehmen, solche Heuchler? So, was ist jetzt der Unterschied zwischen gezwungen werden, eine Sache auszuziehen oder anzuziehen? Etwas auszuziehen ist schlimmer. Dann sagen wir hier zu den Krankenhäusern, sagen wir, wenn ihr über die Mullahs beispielsweise in Iran meckert, ihr seid nicht besser. Der Unterschied ist nur, die zwingen etwas anzuziehen und ihr zwingt was auszuziehen. Das ist der einzige Unterschied. So, und deswegen, was muss man machen?
Was kannst du jetzt machen, um diesen Schwestern zu helfen? Hat er eine Idee, was wir machen können? Was können wir jetzt machen? Hingehen mit der Panzerfaust oder erpressen, Entführung? Hat er eine Idee? Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich meine, das wäre die richtige Methode. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Was hast du für eine Idee? Boykottieren. Den auf die Nase zeigen. Ich sag dir, was man machen kann. Es gibt in Deutschland Methoden, die den Leuten bitter aufstoßen. Die gar nicht abkönnen. Ja? Das ist nämlich, dass man solche Dinge veröffentlicht. Warum weiß kein Mensch von dieser Unterdrückung in Deutschland? Weil wir die Medien nicht in die Hand haben, dann müssen wir ein anderes Medium suchen. Wisst ihr was? Und ich sage euch welches. Aufsehen erregen. Wie kannst du das machen? Und ist schon in Planung, nicht, dass einer was denkt. In Mönchengladbach, inshallah, in Mönchengladbach, stell dir mal vor, die schmeißen drei Schwestern da raus und eine Woche später stehen 5000 Muslime vor dem Krankenhaus mit einem Wagen, wo ein Mikrofon drauf ist und sagen, hier sind Leute, die muslimische Frauen diskriminieren. Schauen Sie sich nicht nach Iran, schauen Sie sich nicht nach Afghanistan, schauen Sie vor Ihrer Haustüre nach, was passiert. Und schauen Sie nicht scheinheilig in andere Länder, wenn Sie den Dreck vor Ihrer eigenen Tür nicht reinigen können oder beseitigen können. Was meinst du, was das denen schmeckt? Kopftuch, Verbot in der Schule, alles klar, am nächsten Tag stehen wir da. Schwuppdiwupp, Kartoffelzupp. Stehen wir vor der Tür. Alles klar, das wäre eine Freude, wa? Und beim nächsten, dann wissen die in ganz Deutschland, egal, einen Tag München, einen Tag Hannover, einen Tag Peine, einen Tag, was weiß ich, Hamburg. Jedes Wochenende woanders. Theater machen. Keine Schlägerei. Nicht unbedingt. Nee, ich mach nur Spaß. Ich mach nur Spaß. Für die Leute vom Verfassungsschutz, die heute sitzen, ich mach nur Spaß. Nicht so, ne? Oder ihr habt das schon verstanden. Ja? Friedlich. Friedlich, aber zornig. Diese Leute sind eine Schuld. Glaub es mir, danach weiß jeder in Deutschland, ui, du musst vorsichtig sein. Weil ansonsten könnte es sein, wenn du die Muslime bei dir auf der Arbeit unterdrückst, verbietest ihm das Beten, könnte nächste Woche schon the new Muslim Army mit 5000 Mann vor deiner Tür stehen. Gute Idee? Gute Idee? Ja. Sag ja. Ja. Okay, hast Glück gehabt. Ist das dein Vater? Nein. Ich denke das immer, ne? Ja. Salam alaikum. Oh. Jedenfalls. Das ist der Punkt an der ganzen Sache. Man muss sich wehren und den Mund aufmachen, dass man den Gaumen sieht. Das ist der Punkt. Und deswegen, ihr könnt euch jetzt bei uns auf der Internetseite in den Newsletter eintragen. Dann kriegt ihr die Nachricht, dann könnt ihr dabei sein. Glaubt es mir. Es war jetzt in Köln. In Köln war großer Aufhang, Stopp Islam. Wir haben ganz Deutschland aufgerufen, egal welche Gruppe, egal. Wenn es gegen Islam geht, wenn es gegen den Prophet geht, wir sind dabei. Verstehst du? Egal. Ja klar. Also nicht, wir sind dabei gegen den Propheten, gegen den Islam. Ich bin da ja wieder geschnitten, zack, zack. Guck dir an, was Pierre Vogel gesagt hat. Ich meine, wenn irgendjemand etwas gegen den Islam macht oder gegen den Propheten, egal, oder gegen irgendeinen Muslim in Deutschland, dann sind wir inshallah dabei. Ist egal, ob der von Gruppe X, Y und Z ist, wir sind dabei, inshallah. Dann wird zusammen marschiert, ganz einfach. Auf jeden Fall, bei diesem Punkt dort, wir haben uns vorgenommen, an dem Tag genau das Gegengift gegen die Hetze gegen die Muslime zu spritzen. Mit den Leuten zu reden, Flyer zu verteilen, auf Internetseite aufmerksam zu machen. Und glaubt mir, so viele Leute, die haben da positiv tief drauf reagiert. Kannst du dir vorstellen, mit tausenden Leuten Dawa zu machen an einem Tag? Aber an dem Tag
waren leider nur 600 Leute ungefähr da. Da hieß es Stopp Islam an dem Tag. Glaub mir, ich habe ganz Deutschland aufgerufen. Wie viele Leute sind an dem Tag da, wenn es um drei muslimische Schwestern geht? Da musst du zwei Nullen hinten noch wegmachen, wahrscheinlich. Dann stehen 6 Leute da. Aber egal. Ich bin dabei. Inshallah. Und, oder, inshallah, werden wir wach und räumen richtig auf. Und glaub es mir, das wird die Methode sein, die wirkt. Und wenn sie nicht wirkt, dann haben wir wenigstens Zusammenhalt bewiesen und zusammengekommen. Und irgendjemand, glaubt mir, irgendjemand latscht an dem Haufen vorbei und der interessiert sich danach für den Islam, kommt mit jemandem ins Gespräch, der wird Muslim. Das ist jedes Mal so. Glaub es mir, das ist jedes... Glaub mir, ich freue mich immer über jeden Zeitungsbericht, in der Zeitung kommt. Die Medien, alhamdulillah, die sind herzlich willkommen bei mir, egal was die schreiben. Noch besser, wenn die negativ schreiben, noch mehr Leute kommen zum Vortrag, super. Und dann nimmt einer Islam an. Wie oft haben wir das schon erlebt? Die haben irgendwas geschrieben. Pierre Vogel, Terrorist, gefährlich, das, dies, ihrer und so weiter. Da kommt irgendeiner dadurch, der sagt, boah, da möchte ich mal angucken. Kommt der jetzt in Stuttgart wieder, ist doch kein Muslim geworden. Da stimmt ja gar nicht, was wir da gelesen haben. Ich habe gedacht, wundert was hier passiert. Ich habe gedacht, was hier wohl passieren mag. Radikale, Muslime, Islamisten, bla bla bla. Ja, alhamdulillah. Bitteschön, schreiben Sie, was Sie wollen. Ist mir auch egal. Ja, ist so. Ernsthaft. Jetzt gestern, wie viel Aufstand wurde da wieder gemacht? Alhamdulillah. Dadurch hatten wir nachher so viele Nicht-Muslime in der Moschee gehabt, die normalerweise nie gekommen wären. Das ist kostenlose Werbung. Kostenlose Werbung. Kann dir nicht wehtun. Ach, ich guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den Propheten. Wenn die Botschaft verbreitet wird. Was sagt er zum Propheten? Ya ayyur Rasul, o Gesandter, belligh me unzila ilayka min rabbik. Verkündet offen das, was von Allah zu dir herabgesandt wurde. Alaykum salam. Wa in lam taf'al fama balaghta risalatahu. Wenn du es nicht tust, so hast du die Botschaft nicht überbracht. Wallahu ya'simuka minan nas. Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Deswegen verkünde die Botschaft, Allah wird dich schützen. Subhanallah. Guck mal, der Prophet, der alayhi salatu wasalam, der hatte immer Leute als Wachen vor seinem Zelt stehen. Als der Vers herabkam, hat er gesagt, könnt gehen, brauche ich nicht mehr. Allah schützt dich. Subhanallah. Es wird zumindest in Ibn Kathir wird diese Überlieferung überliefert. Guck mal. Deswegen musst du bereit sein, etwas für diese Religion zu tun. Nur was kann man tun? Gib mir mal eine Idee, wirklich. Gib mir mal einen Punkt, eine Idee, die du hast, wie wir den Islam hier in Deutschland richtig nach vorne bringen können. Hat einer eine Idee? Wir werden nie einstimmig sein, Bruder. Wenn wir bis dahin warten müssen, bis wir einstimmig sind, dann können wir in 800 Jahren mit der Dauer beginnen, wenn die Welt untergegangen ist. Weil der Prophet, danke, Bruder, für deine Meinung. Weil der Prophet, der sagt, die Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Punkt. Das heißt, die wird sich spalten, ist klar. Das wird, ist eine Voraussage vom Propheten, die wird sich spalten. Und er hat nicht gesagt, die wird zusammenbleiben. Das heißt, du musst arbeiten. Als sich damals die Umma gespalten hat, in Schia und Sunna, sage ich mal, im Prinzip, haben die auch nicht gesagt, wir können nicht mehr weiter Rasawat machen oder keine Dawa mehr weitermachen. Wir müssen uns erstmal wieder vereinigen. Sondern du musst arbeiten. Das ist ganz wichtig. Aber danke, Bruder. Ich sage Allah auch gern, dass du das gesagt hast, damit wir uns darüber klar werden. Bitte, Bruder, hast du eine Idee? Mashallah, ist eine sehr gute Idee. Ist auch nicht falsch. Nur ich sage dir eine Sache, Bruder, was meine Meinung ist. Weil wir haben, das ist meine persönliche Meinung. Ich danke dir erstmal, Bruder. Entschuldigung, für die Frauen. Der Bruder hat gesagt, wir können wie Zeugen Jehovas von Tür zu Tür gehen. Das hat der Bruder gesagt. Ich danke dem Bruder erstmal, dass er eine gute Idee hat. Und die Idee ist besser als nichts. Aber ich denke, es gibt, wie gesagt, Methoden, die wirken in einigen Ländern, in anderen Ländern nicht. Und in einigen Zeiten, in anderen Zeiten nicht. Und ich denke, dass diese Methode für Deutschland unpassend ist, weil Deutschland oder die allgemeine Bevölkerung in Deutschland, die wollen zu Hause ihre Ruhe haben und du gehst denen damit nur auf den Keks, wenn du denen an die Tür klopfst. Gleich, Bruder, inshallah. Weißt du? Aber ich danke dir trotzdem, das ist auf jeden Fall besser, das ist auf jeden Fall 10-mal besser, 1000-mal besser, als in der Moschee zu sitzen. Was hast du für eine Idee, Bruder?
in den Deutschen vielleicht die schlechten Vorurteile, die wir über den Islam haben oder denken, nehmen, indem wir auf sie zugehen. Ganz, Bruder, super, Mashallah. Der Bruder hat gesagt, wir sollen ihnen die Vorurteile, die sie haben gegen den Islam, sollen wir ihnen wegnehmen, indem wir auf sie zugehen. Sehr gut, das ist ja auch das Ziel der Dawah. Das müsst ihr wissen. Was bedeutet das? Dawah bedeutet zum Islam aufrufen. Hier gibt es aber mehrere Punkte, die zu beachten sind. Als erstes, Dawah mit Nicht-Muslimen. Hier gibt es wieder die verschiedenen Gruppen, mit denen man es zu tun hat. Dann Dawah mit Muslimen, die weit weg sind vom Weg. Der eine betet nicht, der andere fastet nicht und so weiter. Dann drittens, Dawah mit irregegangenen Gruppen. Das ist schon etwas schwieriger. Und viertens, diese Amal bil Maruf untereinander oder die Leute zu motivieren, weiterzugehen. Jetzt, was diesen Punkt angeht, ist es richtig. Ein wichtiger Punkt heutzutage bei der Dawah ist folgender Punkt. Diese Menschen, die haben das Glas voll. Voll mit falschen Informationen. Wenn du richtige Informationen über den Islam geben willst, musst du dieses Glas erstmal entleeren. Wenn du das nicht entleerst und schüttest etwas drauf, läuft es über. Deswegen ist es immer sehr wichtig, falsche Meinungen zu widerlegen. Das ist sehr wichtig. Jazakallahu khairan. Bruder, ich habe ein Beispiel, kurz Beispiel von Bremen. Wir haben ein Theaterstück gehabt gegen, das war so falsch, Bedeutung von Koran, dass Muslimen nicht, Koran nicht gegen, gegen Muslimen ist. Und als Muslim darf man nicht, nicht Muslimen helfen. Das war ein Theaterstück von einem Gymnasium. Und die Brüder haben das einstimmig alles für den Senat geschrieben, alle auch haben für die Schule geschrieben. Endlich, die Schule hat sich entschuldigt. Wir haben die Theaterstück genommen und sich der Senat hat auch bei Muslimen schriftlich sich entschuldigt. MashaAllah, Jazakallahu khairan. Der Bruder hat gerade etwas erwähnt, dass in Bremen hast du gesagt, ist ja auch egal wo, ein Theaterstück gemacht wurde gegen Islam. Und die Brüder haben dagegen geredet und haben sich darum gekümmert, dass das aus der Welt geschaffen wird. Und nachher hat sich die Schule entschuldigt bei den Muslimen. Aber was sehen wir daran wieder? Wir sehen daran, der erste Schritt muss von uns gehen, dass wir die Leute aufklären. Jetzt komme ich zu einem Punkt, was der Bruder eben gesagt hat. Der Bruder hat erwähnt, dass es wichtig ist, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Ja? Und dass wir auf die Leute zugehen müssen. Jetzt stelle ich gleich die Frage, und das ist eigentlich der Punkt, den ich meinte. Wie gehen wir auf die Leute zu? Welche Methode wählen wir? Jetzt, welche Punkte gibt es zum Beispiel, um euch die Missverständnisse oder das falsche Verständnis unter den Muslimen zu erklären? Ich war letztens in einer Moschee gewesen und da habe ich zunächst über Sachen geredet, die Muslime in Deutschland machen. Und habe dann erwähnt, dass das nichts mit Islam zu tun hat. Dass es Muslime gibt, die ins Bordell gehen. Dass es Muslime gibt, die Drogendealer sind. Dass es Muslime gibt, die dieses oder jenes machen. Und da wurde ich nachher kritisiert. Da meinte er, ja, das sollst du besser nicht sagen, sonst kriegen die einen schlechten Eindruck von den Muslimen. Das ist völliger Unsinn. Weil ich habe ja gesagt, das hat nichts mit Islam zu tun, sondern ist das, was Muslime machen, die sich nicht an den Islam halten. Und dass er einen Unterschied machen muss zwischen Islam und Muslim. Der Islam ist das Konzept, ist die Religion. Der Muslim ist derjenige, der sich dieser Religion zuschreibt. Aber viele Missverständnisse gibt es in Deutschland, weil man Muslime kennengelernt hat, die die Religion nicht praktizieren. Das heißt, ich muss denen klar machen, das, was du siehst draußen, ist nicht der Islam. Und das heißt nicht, dass ich den Islam damit schlecht mache, die Muslime schlecht mache und schlechten Eindruck, sondern das ist sowieso das, was er sieht. Oder hat jemand gesagt, da wohnt jemand im Wald. Es tut mir furchtbar leid. Ich komme auch aus einer Großstadt oder in Köln. Ja, ich bin zwar am Rande von Köln, ich groß geworden, aber was ist dort los? Seien wir doch mal ganz ehrlich. Soll ich euch sagen, was da los ist in Köln? Schau dir doch mal an, wer dort die Zuhälter sind, wer dort die Drogendealer sind. Wer dort diejenigen sind, die andere Leute abziehen. Wer sind die? Natürlich gibt es Nicht-Muslime, die das machen, aber ein großer Teil davon sind Muslime. Das ist das, was jeder sieht, der die Augen aufmacht und rausgeht. Wenn ich jetzt nicht sage, das hat nichts mit Islam zu tun, diese Leute handeln gegen den Islam, dann denkt ihr, ja guck, das sind die Muslime, guck mal, wie sie sich hier benehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Guck mal, gestern waren wir in Berlin gewesen, da kam die Polizei zu uns. Der sagt zu uns, ja, ich arbeite hier in Neukölln. Und ja, wir haben hier viele Probleme mit türkischen, arabischen, libanesischen, palästinensischen, egal was, ja, Jugendlichen. Ja. Warum? Weil die Islam praktizieren? Nein, weil die Islam nicht praktizieren. Und das muss ich ihm klar machen, weil die Leute kriegen Hass auf den Islam. Dann sage ich zu ihm, guck mal, es gibt auch Pfarrer, die Kinder vergewaltigen. Steht in der Bibel, du sollst Kinder vergewaltigen? Nein. Und das ist etwas, was man den Leuten klar machen muss. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen ist es für uns Muslime wichtig, Brüder und Schwestern, wenn wir heute hier rausgehen, wirklich, dass wir uns vornehmen, uns vorbildlich zu benehmen. Glaub mir, ich muss manchmal so die Faust in die Tasche machen, glaub mir, wenn mir irgendjemand auf den Keks geht, ja? Weißt du, du kommst jetzt mit Bart an und so, die denken jetzt auch, ich bin Ausländer oder so, ja? Mit der Mütze und so, es ist mir auch egal, ob der denkt, ich bin Ausländer, aber verstehst du, du merkst zum Beispiel, weißt du, diese Art, die haben natürlich nicht alle Deutschen, ist ja ganz klar, nur es gibt halt immer einige Bekloppte, gibt es überall. Weißt du, ich bin letztens auf der Straße, oh, und ich will dann in die Straße einbiegen und fahre einen Meter über die Straße, hier, von da, dann kommt von dort jemand und biegt hier ein. Dann bleibt er theatralisch stehen, als wenn er durch mein Auto stehen nicht in die Straße reinfahren könnte, ja? Ja, hören Sie mal, Sie kommen hier gerade aus der Moschee, bla bla bla, aus der Kathedrale, Sie müssen sich mal hier an die Regeln halten. Oh. Guck mal, wenn er nicht gedacht hätte, dass ich Ausländer bin oder Moslem bin, hätte er da garantiert niemals so einen blöden Spruch gebracht. Hätte er vielleicht mal gehupt, wegen einem Meter. Verstehst du, da kommst du nur nicht drum, wenn du einen LKW hast. Weißt du, normalerweise früher hätte ich gedacht, was hast du? Ist egal, ja, ehrlich gesagt, was hast du denn für ein Problem? Komm, fahr weiter, du Freak, weißt du? Aber so sagst du nur, weißt du, so, aber hier musst du die Faust in die Tasche machen, weißt du, auch wenn du sauer bist. Ich kenne das, glaub es mir, mir geht das manchmal so tierisch auf den Keks, aber tu die Faust in die Tasche und sag, alles klar, dankeschön. Sie wissen ja, jeder macht Fehler im Straßenverkehr. Ja, das sind so kleine Punkte. Was meinst du, die Frauen mit Kopftuch, wenn die Auto fahren? Haben wir selber gehört von Schwestern. Die haben keinen Kopftuch getragen, sind Auto gefahren. Keiner muckt auf. Auf einmal ziehen die Kopftuch an. Oh, nee, geh schon wieder hier. Sollen sie dann nach Hause gehen mit dem Kamel reiten? Verstehst du? Auf diese Art und Weise. Ja, ja. Deswegen, Achi, Faust in die Tasche. Psst, Dankeschön. Weiter so. Auch wenn es manchmal sehr schwer fällt. Aber ehrlich, fällt echt manchmal sehr schwer. Das ist der Punkt. Leute, deswegen nehmen wir uns heute vor, hier rauszugehen und immer die Faust in die Tasche zu machen und immer nett und freundlich zu sein. Ich meine, manchmal kann das Maslaha sein, wirklich mal jemandem den Marsch zu blasen. Das ist auch wahr. Denke ich auch, dass das so ist. Aber im Allgemeinen muss man wirklich versuchen, sich super zu benehmen. Guck mal in der Schule, ganz ehrlich. Guck mal, ich habe eben noch mit meinem Freund Ibrahim Thomas geredet, ja, da hat er gesagt, boah, ich war früher in der Schule, ich war so eine, was hat er nochmal für ein Wort gesagt, ist ja auch egal, boah, ich war echt so ein schlechter Kerl, irgendwas, ja, ich habe das Wort nicht mehr genau, und wir haben da einen, den haben wir so gehänselt, der hat den Kopf in ein Klo reingesteckt und so, ja, oder irgendwie sowas, ja, und dann, weißt du, wollte ich mich immer nachher bei dem entschuldigen, ja, und da bin ich Muslim geworden. Und da habe ich den Bruder dann, was heißt Bruder, nicht den Bruder, den Jungen dann getroffen. Und da wollte ich mich dann bei dem entschuldigen, habe ich gesagt, so und so. Und ich habe den getroffen, der hat gesagt, ja, hi, wie geht's, hin und her. Und der ist in den Bus eingestiegen, hat gesagt, ich komme gleich wieder und ist dann ausgestiegen, der Junge. Und er wollte sich unbedingt bei dem entschuldigen, hat nur gesagt, hallo, wie geht's und so. Und dann hört er eine Woche später, der ist gestorben. Der hat sich betrunken, hat sich übergeben und ist an dem Erbrochenen dann erstickt, ja. Hat ihm richtig wehgetan, die Sache, weil er wollte sich so gerne bei ihm entschuldigen. Bei mir... Ich habe jemanden, der früher bei mir in der Klasse war, dem habe ich einen Brief geschrieben. Ich habe das rausbekommen, habe ich einen Brief geschrieben, wollte ich sagen, hör mal lieber so und so, ich wollte nur sagen, ich freue mich, dass ich jetzt von dir diese Dings bekommen habe, ich wollte mich bei dir entschuldigen, weil ich habe dich früher echt total grausam behandelt und so weiter und so fort. Ne? Weißt du, was der mir schreibt? Ach, kein Problem, Pierre, wir waren alle mal jung und unvernünftig, wir sind ja älter geworden, waren wir ja 12 oder so, ja?
Und außerdem sagt er, der Schulwechsel, der hat mir ja dann gut getan und so. Dadurch habe ich dann andere Perspektiven kennen, andere Leute kennen. Das heißt, der hat durch mich die Schule gewechselt. Ich denke, nee, das darf doch nicht, das wusste ich gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass der die Schule gewechselt hat. Und dann sagt er durch mich, aber jetzt, was wollte ich damit sagen? Wenn ich das mache als Deutscher, ist Deutscher. Wenn du das machst als Muslim, weil das ist nun mal unter den Kindern, ist das einfach so. Dann bist du Muslim. Guck mal, die Muslime, die schikanieren die Kinder hier in der Schule. Guck mal in Neukölln da hier, dieses ganze Theater da. Hey, da denkst du doch, du bist im falschen Film, Hammer. Da denkst du wirklich, wenn du diese Filme siehst hier, ja, bei YouTube, diese ganze Gangster-Mafia-Freaks da, hör mal, da denkst du, boah, was soll der Deutsche denken? Was soll der denken? Ein Schimpfwort nach dem anderen, vorne Haar, hinten so und dies, da, boah, boah, da traust du dich ja noch nicht mal auszusprechen. Hier mit Massiv, von der Bühne runtergeschlagen, ja. Und dann Massenschlägerei, der kommt da mit der Polizei gekloppt und hast du nicht gesehen. Und dann danach, ey Junge, komm hier hin, Mann, ey, wir machen dich platt, da. Ey Achi, ey, weißt du, und dann über Islam am Reden, Hammer. Ey, warum nimmst du hier bei deinem Hip-Hop die ganzen Worte in den Mund und Allah und hin? Achi, subhanallah, stell dir vor, sowas sieht nicht Muslim, Achi. Der denkt sich, wo ist er gelandet? Der denkt sich, wo sind wir hier? Das ist ja der schlimmste Eindruck, den du kriegen kannst. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Jetzt hat der Bruder eben gesagt, um zurückzukommen, Missverständnisse aufklären. Erstmal, indem du versuchst, dich vernünftig zu benehmen. Erster Schritt. Zweiter Schritt, deine Umgebung, dass du deinen Brüdern sagst, zum Beispiel in der Klasse oder auf der Arbeit, hey, Bruder, wisse, das kommt auf den Islam zurück. Und jetzt der dritte Schritt. Wie gehen wir auf die Leute zu? Weil wenn ich alleine mich gut benehme, aber irgendwo sind 10 andere, die den zusammenschlagen oder abziehen, hey Handy hier, verstehst du? Der Gute fällt nicht auf. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Muslim, der normal vernünftig ist, die meisten Muslime in Deutschland sind ganz vernünftige Menschen. Aber der fällt ja nicht auf, der geht an dir vorbei, schönen guten Tag, geht vorbei. Der auffällt, ist derjenige, der mit dem SL durch die Straße fährt, die Muck aufreißt. Und dann sagt, ey, was guckst du so blöd? Verstehst du? Das ist derjenige, der auffällt. Verstehst du? Deswegen musst du auf die Leute zugehen, die aufklären. Das ist das, was ich fragen wollte. Wie können wir diese Menschen erreichen? Wie können wir die Menschen erreichen? Ich rede von 83 Millionen Menschen. Hat einer eine Idee, wie wir es schaffen können, ganz Deutschland zu erreichen? Aber nicht meine Ideen. Hast du? Oh, erzähl. Fernsehen. Also du meinst, wir sollen ins Fernsehen gehen? Fernsehen, Radio, Internet, Medien. Ja, du hast ja gerade Fernsehen. Bleib mal beim Fernsehen. Okay, bei Fernsehen. Wie meinst du das im Fernsehen? Ich soll jetzt Schauspieler werden bei guten Zeiten, schlechten Zeiten? Oder? Nee, Bruder, ich mach mich nicht lustig über dich. Ich will nur... Ich weiß, du meinst das Richtige, ich will nur, dass du das erläuterst. Der Bruder hat gesagt, Fernsehen, um die Leute zu erreichen. Warte erstmal. Das Beste ist, wenn man einen islamischen Sender hat, aber das ist teuer. Das wäre natürlich auch gut, wenn man einfach Sendestunden vorher kriegt. Okay, guck mal. Man kann auch erstmal regional senden, das ist ziemlich günstig. Bruder, ich sage, komm doch heran, das ist alles gut. Ich sage euch etwas dazu. Viele Brüder sagen das auch. Und das ist super, ist eine gute Idee. Die sagen Fernsehsender. Wisst ihr, wie viele Fernsehsender es gibt, die kein Mensch kennt? Bruder, wenn du einen Fernsehsender hast, da kannst du zwar theoretisch viele Leute mit erreichen, aber du musst den Fernsehsender erstmal bekannt machen. Und der Fernsehsender, natürlich, ich rede jetzt nicht von regionalen Stunden, die man geben kann. Wenn man das kann, kann man das machen. Aber auf einem großen Fernsehsender, wo du viele Leute erreichst, wirst du das so leicht nicht hinkriegen. Du wirst bei RTL nicht um 20 Uhr am Samstag eine Sendezeit bekommen. Aber, warte, Bruder. Aber, das ist eine Idee für die Zukunft, wenn wir weitergekommen sind. Aber, um den Fernsehsender zu haben, brauchst du Mitarbeiter ohne Ende. Um die Mitarbeiter zu haben, musst du die Mitarbeiter bezahlen. Dafür brauchst du Gelder, die zusammenkommen müssen erstmal. Und momentan haben wir gar nichts, Achi.
Deswegen, Fernsender ist gut, aber zu diesem Zeitpunkt ist diese Methode nicht umsetzbar und kann nicht effektiv sein, weil wir zu wenige Leute haben und zu wenige Daher haben, die auf Deutsch predigen. Zu dieser Zeit ist das... Man kann natürlich, wie der Bruder gesagt hat, zum Beispiel der andere Bruder hat gesagt, dass man bestimmte Sendezeiten bekommt, aber die bekommt man auch nicht so leicht und die bekommt man, wenn auf einem kleinen Fernsehsender. Natürlich sagen wir, wenn nur 100 Leute gucken, hat man auch schon was erreicht. Aber trotzdem erreicht man damit keine breite Masse.